Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, anlegen ja, aber bitte mit gutem Gewissen. Das haben wir heute schon ein paar Mal gehört. E, S oder G oder alles zusammen, so lautet die nächste Überschrift. 2004 ist die Abkürzung ESG erstmals in einem Bericht der Vereinten Nationen verwendet worden. ESG, Environment, Social, Governance, also Umwelt, Soziales und geschäftsethische Aspekte. Heute, 17 Jahre später, können wir, glaube ich, ohne Übertreibung sagen, nachhaltig investieren liegt im Trend. E ist oder G, alles zusammen. Darüber spreche ich mit Melanie Kühlborn-Ebach. Sie ist Betriebswirtin und Geschäftsführerin der LMM Investment Controlling in Frankfurt. LMM steht Stiftungen als unabhängiger Berater zur Seite, und zwar dann, wenn es darum geht, einen neuen Vermögensverwalter auszusuchen oder wenn es darum geht, zu überprüfen, ob beispielsweise Anlagekriterien denn eingehalten werden, wobei ESG eben ein Schwerpunkt sein kann. Mit in der Runde ist außerdem Rolf Hessler, der ist Bankkaufmann, Diplom, Ökonom und geschäftsführender Gesellschafter vom NKI, Institut für nachhaltige Kapitalanlagen. Das ist ein unabhängiges, privates und von ihm selbst gegründetes Beratungs- und Forschungsinstitut. Auch er zählt Stiftungen zu seinen Kunden und berät zum Beispiel bei der Entwicklung von Anlagestrategien. Und der dritte in der Runde, das ist André Höck. André Höck ist Banker und Leiter Nachhaltigkeit bei der EBSIM. Die EBSIM ist Tochter der Evangelischen Bank und SIM steht für Sustainable Investment Management. Auch André Höck und die EBSIM stehen Stiftungen zur Seite, und zwar insbesondere als Vermögensverwalter. Herr Höck, eine Auftaktfrage für Sie. Es gibt Stiftungen, die Nachhaltigkeit in ihrem Vermögen, also Stiftungen setzen Nachhaltigkeit sicher sehr unterschiedlich in ihrem Vermögen um. Einige haben den Zugang schon ganz lange und beschäftigen sich lang damit. Aber was wäre denn Ihre Empfehlung als Vermögensverwalter für den Einstieg, der erste Schritt in Richtung ESG? Vielen Dank für die Frage. Ich würde sagen, unabhängig davon, ja, wie man unterwegs ist, ist im ersten Schritt wichtig, überhaupt mal den ersten Schritt zu machen, sich dem Thema zu widmen, in den Austausch zu gehen, vielleicht mit anderen Stiftungen, mit Asset Managern, mit Beratern, um einfach mal ein erstes Gefühl zu bekommen. Und wenn man das Ganze vielleicht mal ein bisschen strategischer angehen mag, ist, denke ich mal, der Stiftungszweck an sich schon mal eine super Basis einfach für die Definition von Anlagezielen, die dann als Basis dienen können, um alles andere zu definieren, also dann um Ausschlusskriterien zu definieren, um auch Fragen in Bezug auf die Portfoliokonstruktion zu beantworten und gegebenenfalls auch eine Engagementstrategie zu definieren. Aber da würde ich immer dazu tendieren, auch professionelle Partner mit ins Boot zu holen, einfach als Sparringspartner. Und aus Ihrer Erfahrung mit Stiftungen E, S oder G, gibt es da eine Priorität? Kann man die setzen überhaupt? Würde ich jetzt nicht ziehen. Ich würde auch zwei verschiedene Blickwinkel unterscheiden. Auf der einen Seite eine werteorientierte Sichtweise, wo man gar nicht genau sagen kann, was jetzt dominant ist. Hier würde ich einfach sagen, dass jede Stiftung gewisse Mindestkriterien setzen sollte und auf Basis ihres Stiftungszwecks einen Schwerpunkt setzen sollte für ihre nachhaltigen Anlageziele. Aus einer Portfoliosteuerungsperspektive gibt es genug Studien, beispielsweise auch die Studie von Frieda et al., die ungefähr so vor 5 oder 6 Jahren veröffentlicht wurde, wo ganz genau analysiert wurde, dass unabhängig von der Dimension, die man sich anschaut, eine positive Verbindung besteht zwischen Nachhaltigkeit und finanzieller Wertentwicklung. Und dementsprechend würde ich sagen, dass alle Dimensionen gleich wichtig sind. Wobei man aber sagen kann, dass bei der Portfoliosteuerung, Governance oder gute Unternehmensführung eher so kurzfristiger Risikoschutz sind, weil einfach Kontroversen aufgedeckt werden können und soziale und ökologische Aspekte zwar auch zur Identifikation von Kontroversen wichtig sind, aber auch dazu dienen können, um langfristige gesellschaftliche Trends zu identifizieren und dementsprechend daran auch zu partizipieren in den Portfolios. Melanie Kühlborn-Ebach, Sie kontrollieren ja für Kunden, also für Stiftungen,
ob Vermögensverwalter ESG-Richtlinien, Kriterien einhalten oder Faktoren berücksichtigen. Wie machen Sie das eigentlich? Ja, also erstmal hallo in die Runde auch von meiner Seite. Wie machen wir das? Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Ich möchte aber anfangen eigentlich mit einem Beispiel, was passieren kann. Es gab damals die die Nobelstiftung, die hat einen Friedensnobelpreis an eine kleine Stiftung verliehen namens ICAN. Und ICAN hat eben gegen Nuklearwaffen gekämpft, gegen den Einsatz von Nuklearwaffen. Dafür haben sie den Friedensnobelpreis erhalten von der Nobelstiftung, eine sehr renommierte Stiftung, wie wir wissen. Leider kam im Nachgang raus, dass die Nobelstiftung selbst in Atomwaffen investiert war. Ich habe keinen persönlichen Kontakt zu der Nobelstiftung und ich will ja auch nicht unterstellen, dass sie das wusste. Wie kann sowas passieren, wenn man es nicht weiß? Und das ist natürlich dann auch ein riesen Reputationsschaden, wenn sowas passiert. Das ist einfach, wenn wir als Stiftung in verschiedene Aktien und Anleihen investiert sind, sind es häufig sehr komplexe, gerade bei den Aktien, sehr komplexe Holdingstrukturen. Das heißt, ich habe eigentlich als Laie nicht wirklich die Möglichkeit, da durchzublicken. Klassisch war es so, dass man sich immer nur die Finanzkennzahlen angeschaut hat und eben nicht die ESG-Themen. Was wir jetzt machen können mit dem Controlling und Reporting, was wir haben, das heißt, wir schauen uns das Aktienportfolio an, auch das Anleihenportfolio, schauen durch die Strukturen durch und gucken eben, wer ist alles mit an dieser Holding beteiligt. Es geht bis hin zu den Lieferketten. Und da stützen wir uns auf Daten von Research-Unternehmen wie MSCI ESG Research zum Beispiel. Wir kriegen auch Daten von Thomson Reuters und Lipper und bereiten das quasi auf, stellen das den Kunden zur Verfügung. Jetzt kann der sehen, eben, er bekommt dann von uns ein Reporting, das kann monatlich sein, quartalsweise, halbjährlich, wie gewünscht, je nachdem, wie aktiv so ein Portfolio auch gemanagt wird. Und dann kann er einfach sehen, okay, wenn ich in der Aktie VW als Beispiel investiert bin, die Aktie haben wir sehr häufig bei Stiftungen gesehen, die hat aber leider schon seit 2017 ein CCC-Rating. Das hat unterschiedliche, also CCC ist an der Stelle das Schlechteste, eigentlich wie beim klassischen Fonds-Rating. Mittlerweile hat sie ein einfaches B-Rating, das ist aber das vorletzte der Schlechten. Bei VW kann man sich jetzt denken, was Gründe dafür sind. Zum Beispiel Dieselgate ist ein Thema. Aber das sind so Dinge, die machen wir transparent und wir informieren den Kunden, aber das möchte ich auch klarstellen an der Stelle, wir informieren ihn nun darüber, wie er es dann in seine Anlagepolitik übernimmt, in seine Strategie, ob er sich davon trennt oder nicht, das ist dann sein Thema wiederum. Weil wir arbeiten zum Beispiel mit dem Hansen-Heinrich-Stiftungsfonds zusammen, die bleiben durchaus auch in Ölkonzernen investiert, wie zum Beispiel Royal Dutch Shell, weil die schon vor Jahren auf die Fahne geschrieben haben, dass sie Marktführer werden wollen im Bereich grünen Wasserstoff in Deutschland, auch Windtechnik berücksichtigen. Und das ist eben dann Portfolio-Management-Philosophie. Ja? Geht man aus gewissen Themen raus oder nicht? Unsere Arbeit ist es hier, das lediglich transparent zu machen. Vielen Dank für die sehr praktischen Beispiele. Ganz klasse. Mhm. Ich nehme mal Rolf Hessler mit in die Runde. Mhm. Herr Hessler, ist es aus Ihrer Sicht ausreichend, rein Ausschlusskriterien zu formulieren, beispielsweise in den Anlagerichtlinien? Reicht das aus, auszuschließen? Ja, auf jeden Fall mal ein guter Anfang. Ja, wir sehen ganz oft bei den Stiftungen, mit denen wir zusammenarbeiten, aber auch am Markt selbst, dass Ausschlusskriterien oft so ein Einstiegsmodell sind für Stiftungen, sich dem Thema nachhaltige Kapitalanlage überhaupt zu nähern. Ja, und ich finde das auch überhaupt nicht schlecht. Ja, man kann sich ja im Stiftungskreis, in den Gremien zusammensetzen. Man hat dann relativ schnell vielleicht Konsens darüber, womit man kein Geld verdienen möchte, wessen Zinsen und Dividenden man nicht mehr haben möchte und an welchen Kurssteigerungen man nicht profitieren möchte. Und Rüstung und Kohleunternehmen sind Klassiker in dem Bereich. Insofern finde ich das gut, wenn man damit loslegt. Und es ist ein guter Weg, sich dem Thema zu nähern. Am Ende reicht es nicht aus, ja? Sondern irgendwann muss man darüber hinausgehen und sagen, wie können wir den Einfluss auch, den
den wir haben, mit dem Aktienbesitz zum Beispiel, wie können wir den noch stärker nutzen, um Unternehmen in Richtung Nachhaltigkeit zu bewegen? Und dann bieten sich, Herr Höck hat es schon angesprochen, Engagement-Strategien zum Beispiel an. Da kann man sich mit anderen Investoren zusammentun. Best-in-Class-Ansatz bringe ich immer wieder gerne ins Spiel. Der hat so ein bisschen einen komischen Ruf auch, ja, wenn man sagt, ich möchte ja nicht in das beste Automobilunternehmen hinein, sondern ich möchte eigentlich da gar nicht rein. Aber auch der hat einen Impact auf die Branche, insofern auch seine Berechtigung. Ja, also insofern zusammengefasst, Ausschlusskriterien finde ich gut. Ja, das ist ein guter Start, aber über die Zeit muss man das Konzept weiterentwickeln. Herr Hessler, von mir auch eine Frage an Sie. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich habe jetzt im ersten Moment gedacht, Mensch, ich wusste gar nicht, dass wir Robert Habeck eingeladen haben. Frage an der Stelle, Sie haben gerade gesagt, best in class. Es gibt auch die Schule Best in Progress. Was hat es damit auf sich? Ist das eine Idee auch für ein Stiftungsportfolio? Absolut. Also, unsere Küche ist so gestrichen. Ja, insofern, ich habe das ja nicht extra gemacht. Nein, sind wir in der Küche. Genau, die war schon immer grün. Nein, Best in Progress ist ein ganz spannender Ansatz. Best in Class, ganz kurz sozusagen zur Abgrenzung. Best in Class bedeutet ja, ich gehe innerhalb der einzelnen Branchen immer in die 10%, 15%, 20% Unternehmen ein mit dem besten ESG-Rating. Und bei Best in Progress steht nicht sozusagen der Status im Vordergrund, den ein Unternehmen schon erreicht hat im Nachhaltigkeitsmanagement, sondern die Frage, wie gut ist er eigentlich unterwegs im Bereich Nachhaltigkeit? Ja, das Spannende an diesem Ansatz ist, dass man sagt, wir investieren in Unternehmen, die sich auf den Weg gemacht haben im Bereich Nachhaltigkeit, die an der Ressourceneffizienz arbeiten, die an der Energieeffizienz arbeiten, die an der Zulieferkette arbeiten, beim Thema Menschen- und Arbeitsrechte beispielsweise. Weil das Spannende ist, dass diese Unternehmen oft die größten Fortschritte machen. Ja, und die nächste Tonne CO2, die so ein Unternehmen einspart, die ist zu deutlich geringeren Grenzkosten erreichbar als beim Unternehmen, das seine Möglichkeiten schon ausgereizt hat. Ja, und wenn Sie sich 2-3 Jahre zurückerinnern, ja, 5 vielleicht eher, dann hieß es ja früher immer, Nachhaltigkeit muss man sich leisten können. Ja, also man hat gesagt, erst muss ein Unternehmen erfolgreich sein und dann kann ich auch ein bisschen was für Nachhaltigkeit tun. Und heute sehen wir es ja eigentlich genau andersrum. Heute sagen wir ja, die Nachhaltigkeit ist eigentlich die Wurzel wirtschaftlichen Erfolgs und nicht die Folge. Ja? Und egal, welche dieser beiden Theorien Sie nutzen, offensichtlich gibt es eine positive Korrelation zwischen der ESG-Leistung eines Unternehmens, der Nachhaltigkeitsleistung und dem finanziellen Erfolg. Und das genau will der Wisdom Focus Ansatz abgreifen, sozusagen. Vielen Dank, Herr Hessler. Ich würde gerne noch mal weitergeben an André Höcke. Der Zwischenzeit an Sie, Herr Hessler, eine Frage aus der Regie. Vielleicht haben Sie die Möglichkeit, Ihren Kopfhörer in etwas runter zu regulieren. Sie erscheinen recht laut, auch wenn wir Sie gerne hören. In der Zwischenzeit zu André Höck. Wie ist das bei Ihnen? Erstellen Sie ESG-Reportings für Ihre Kunden? Sind Sie da als Vermögensverwalter im Thema drin? Machen Sie das schon? Ja, das ist ja schon angeklungen. ESG-Reporting ist eigentlich essentiell für unsere Kunden, weil die Transparenz ist extrem wichtig, insbesondere wenn wir auch über Themen wie Wirkung reden, was Hessler eben gemacht hat, oder auch so Beispiele wie VW oder andere, die davor diskutiert wurden. Und das kriegen wir auch von unseren Kunden gespiegelt. Auch unsere Kunden müssen sprachfähig sein gegenüber ihren Stakeholdern, versuchen natürlich auch verschiedene Anbieter zu vergleichen. Und auch nur das ist möglich, wenn man die entsprechende Transparenz hat, wenn man ESG-Reporting hat. Und dementsprechend bieten wir auch unseren Kunden ab jetzt kostenfrei sowohl ein langes, detailliertes ESG-Reporting an, das umfasst so ungefähr 30 Seiten, wo wir ganz detailliert auf ESG-Chancen und Risiken eingehen, aber auch auf Nachhaltigkeitskontroversen, wie beispielsweise UN Global Compact oder auch andere Themen. Und nochmal 2 Themen, die uns, denke ich mal, nochmal ein bisschen abgrenzen von unseren Wettbewerbern, wo wir sehr detailliert auf Klimaaspekte eingehen, wie beispielsweise auch den CO2-Fußabdruck oder auch transitorische Klimarisiken. Und nochmal abschließend ein Kapitel, was sich nur der Wirkung der Investments widmet, um da nochmal sehr detailliert aufzuzeigen, was auch die Kunden, was die Investoren mit ihrem Portfolio bewirken. Und dementsprechend ein sehr, sehr umfassendes Angebot, was wir da unseren Kunden anbieten, damit sie auch wirklich den Überblick haben, die Transparenz haben darüber, was sie mit ihren Anlagen machen. Frau Kübern, weil Sie gerade das Beispiel Hans und Heinrich Stiftungsfonds genannt hatten, würde mich ein bisschen interessieren, wenn Sie da natürlich diese Hinweise an das Fondsmanagement geben.
Was sieht man denn dann im Fonds konkret? Also verbessert sich das ESG-Profil des Fonds? Was sieht man da, wenn Sie dort Ihre Informationen an den Asset Manager in dem Fall liefern? Ja, also bei Hansen-Heinrich Stiftungsfonds ist es so, dass die also vorab schon ganz gut selektieren im Grunde. Wie wir angefangen haben, mit denen zu arbeiten, das ist jetzt mittlerweile, ich meine, 1,5, 2 Jahre her, haben die gestartet und hatten ein Scoring von 6,4 von 10. Mittlerweile sind wir bei einem Scoring von 7,5 und sie haben ein Double-A-Rating. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie ja, sind aus bestimmten Titel rausgegangen. Zum Beispiel von VW hat man sich getrennt, LVMH hat man damals auch rausgenommen. Die nehmen das schon sich sehr zu Herzen, gucken sich das einmal im Quartal an, quasi, was sie von uns als Reporting bekommen, und entscheiden dann danach. Aber wie gesagt, es gibt auch Themen, die sie durchaus dann drin lassen, weil sie sehen, okay, das Unternehmen arbeitet aber daran. Also ich denke, da darf man auch nicht schwarz oder weiß sehen an der Stelle. Man muss den Unternehmen, die jetzt noch nicht so gut aufgestellt sind, durchaus auch die Chance geben, sich zu entwickeln. Weil ich glaube, der Schaden von der Kapitalseite her, aber auch für die Leute, die in so einem Unternehmen arbeiten, wäre immens, wenn ich von heute auf morgen einfach sage, ich ziehe alle meine Gelder ab, weil ihr seid aktuell noch nicht nachhaltig genug aufgestellt. Ich weiß, dass sich Kirchen zum Beispiel zusammenschließen in Deutschland und auch in UK einen Ethikrat haben, gebündelt mit dem gesamten Kapital, was sie haben, haben sie eine unglaubliche Kapitalmacht und gehen eben dann auf Unternehmen, Ölkonzerne zu und sagen, wie wollt ihr euch denn die nächsten Jahre nachhaltig verhalten? Und wenn da ein Reporting vor, das ist ja das Thema Engagement im Grunde auch, ja, wenn die ein Reporting vorlegen, was glaubwürdig ist und da auch regelmäßigen Reporting dazu als Unternehmen abliefern, finde ich schon auch sinnvoll, solchen Unternehmen eine Chance zu geben und eben nicht zu sagen, okay, hier ist das Rating, ich gehe einfach raus. Also ich denke, das sollte man immer mit berücksichtigen bei dem ganzen Thema. Deswegen an der Stelle, liebe Stiftungslenkerinnen und Lenker, der Praxistipp an der Stelle, fragen Sie Ihren Stiftungsfonds, in den Sie investiert haben. Sie haben ja mit Sicherheit den einen oder anderen Stiftungsfonds, ruhig mal, ob Sie Ihnen ESG-Reporting liefern können. Es ist heute einfach, es wird zunehmend zum Standard, dass auch ein Stiftungsfonds speziell für diese Zielgruppe solche Art von Informationen liefert. Deswegen gibt es auch nicht nur Stiftungsfonds, beziehungsweise wenn stiftungsgeeignete Fonds, wenn sie sich ein bisschen breiter das Ganze fassen, wo das auch schon sehr viel etablierter ist, das Thema ESG zu zeigen, was da im Portfolio passiert. Fragen Sie da ruhig mal danach. Sie werden sehen, da kriegen Sie sehr spannende Antworten. Bei manchem kriegen Sie ein DIN A4-Blatt und bei manchen kriegen Sie einen richtigen Report. Richtig. Ich möchte vielleicht an der Stelle, das hat Herr Häsler vorhin auch schon mal gesagt, es gibt ja unterschiedliche Ansätze neben den Reportings, eben dem Best-in-Class-Ansatz, das Thema Engagement. Ich kann aber auch fragen, mit welchen Ausschlüssen arbeitet ihr und gibt es einen Ethikrat? Also mittlerweile gibt es auch sehr gute Stiftungsfonds, die bereits schon seit 10 Jahren einen Ethikrat mit integriert haben, die sich zu den einzelnen Themen auch beraten lassen. Weil wie gesagt, so ganz schwarz oder weiß ist es nicht. Rolf Hessler, der EU-Aktionsplan Finanzierung nachhaltigen Wachstums von 2018, der will nachhaltiges Wirtschaften ja fördern und stellt bestimmte Anforderungen. Erklären Sie uns die, wir haben gerade jemand anders im Slot, aber wir machen weiter. Können Sie uns, Herr Hessler, erklären die Artikel 8, 9 Systematik, was die besagt? Ich gerne versuchen, ja. Das ist der EU-Aktionsplan ist natürlich ein Monster, sozusagen ein regulatorisches, mit insgesamt 10 verschiedenen Maßnahmenpaketen. Der eine oder andere hat vielleicht von der EU-Taxonomie schon mal gehört. Also man versucht Nachhaltigkeit zum ersten Mal verbindlich zu definieren. Und im Fokus der ganzen Maßnahmen, das muss man sich vor Augen führen, der EU-regulatorisch steht immer das Thema Transparenz. Ja, also es geht immer darum, dass die EU natürlich nicht einem Anleger vorschreiben kann, in welche Titel er investieren soll. Er wird sich in die Vermögensverwaltung, wird sich die EU nie einmischen. Aber was die EU macht, und das macht sie über die Offenlegungsverordnung beispielsweise, ist, dass sie versucht, Transparenz zu schaffen und so Anlegern eine informierte Anlageentscheidung ermöglicht. Und das passiert genau mit der Offenlegungsverordnung. Da gibt es 2 oder 3 eigentlich berühmte Artikel, das sind 6, 8 und 9. Und wenn ich heute in den Markt gehe,
das musste passieren jetzt bis zum 10. März dieses Jahres als Fondsanbieter, dann konnte ich sagen, wie möchte ich meine Fonds einklassifizieren im Hinblick auf die Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Und wenn ich gesagt habe, ich bin ein Artikel 8-Fonds, ja, dann bedeutet das, dass ich sozusagen mit den Nachhaltigkeitsqualitäten meines Fonds nach außen gehe und diese bewerbe. Ja, so steht es in dem Paragraph drin. Ein Artikel 9-Fonds wäre ein Fonds, der sagt, wir berücksichtigen nicht nur ESG-Kriterien, sondern wir bestreben sogar eine nachhaltige Wirkung an. Was wir aber jetzt am Markt sehen, und das war eben auch in dem Elevator-Pitch so ein bisschen rauszuhören, ist, dass die Anbieter von Fonds beginnen zu sagen, wir sind als Artikel 8-Fonds ausgezeichnet worden. Ja, also sozusagen man versucht oder fängt an, sozusagen die Artikel 8 und 9 Klassifizierung als ein Qualitätsmerkmal zu platzieren. Und das muss man ganz deutlich sagen, das ist die Offenlegungsverordnung nicht. Ja, es ist kein Qualitätsmaßstab, es ist ein Transparenzmaßstab. Das heißt, jemand, der einen Artikel 8 Fonds auflegt und sagt, wir berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien, der soll dem Anleger auch transparent machen, wie er das macht. Ja, und wenn er sagt, ich habe sogar eine nachhaltige Wirkung, Artikel 9, dann soll er auch beschreiben, wie er das macht. Und das möglichst in allen Unterlagen, die er zur Verfügung stellt und auf der Internetseite. Insofern ganz wichtig aus meiner Sicht zu verstehen, Artikel 8 Klassifizierung ist kein Qualitätsmerkmal, weil in der Offenlegungsverordnung keine Mindestkriterien definiert werden für die inhaltliche Gestaltung, sondern es ist eine Transparenzauszeichnung sozusagen oder eine Transparenzklassifizierung. Wenn Sie aber bei Ihrem Anbieter einen Artikel 8 Fonds sehen, dann wissen Sie zum einen, aha, das ist ein Fonds, bei dem ESG-Kriterien berücksichtigt werden, und zum anderen wissen Sie, darüber finde ich in den und den Kanälen Informationen. Ja, also insofern ganz wichtig zu verstehen, keine Qualität, aber Transparenz ist das Ziel. Okay, und wenn ich dann bei dem Thema Artikel 6 bin, das sind dann die braunen Fonds, was ist da dann die Sache? Braun muss nicht unbedingt sein, sondern das sind einfach nur Fonds, die sozusagen mit der ESG-Qualität ihres Fonds nicht nach außen gehen. Ja, das kann trotzdem bedeuten, dass man im Investmentprozess zum Beispiel Ausschlusskriterien, Best in Class, Best in Progress-Ansätze berücksichtigt. Man bewirbt die bloß nicht und man verspricht keine Leistung. Also Artikel 6 bedeutet nicht automatisch, dass da keine Nachhaltigkeitsqualität mit drin ist. Wenn ich es aber richtig verstanden habe, soll es bis, ich glaube, Dezember 2022 noch den Artikel 7 geben. Das wird, glaube ich, dann ganz interessant, weil da müssen wir offenlegen, welchen schlechten Impact der Fonds eigentlich hat. Das, glaube ich, wird dann auch noch mal ganz spannend. Ja, das ist richtig. Das gilt sogar für große Asset Manager schon am Juni dieses Jahres. Okay. Ja, das sind die PAIs, wo man berichten muss, welche negativen Auswirkungen man auf insgesamt 14 ESG-Faktoren hat mit seinen Anlageentscheidungen. Das ist aber nochmal wieder eine andere Qualität, also sozusagen die Produktqualität selbst. Aber das ist in der Tat ist die nächste Stufe. Ja, richtig. Ja. Also, nein, da tut sich definitiv einiges. Also auf jeden Fall wird es bei der EU nicht an Artikeln mangeln. So viel ist mal klar. Ja, Fragerunde zum Abschluss. André Höck, kurz zusammengefasst. Kostet Nachhaltigkeit, kostet ESG Rendite? Ganz kurze Antwort, nein. Und jetzt noch ein bisschen ausführlicher. Ich habe schon mal diese extrem große, ausführliche wissenschaftliche Studie angesprochen. Dort wurden 2000 empirische Studien analysiert, ausgewertet und ganz klar nachgewiesen, nein, Nachhaltigkeit kostet kein Geld. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Nachhaltigkeit oder ESG ist ein neuer Standard, ist essentiell für jede Stiftung, für jeden Kunden, allein schon auf wegen Risikomanagementgründen, wegen Reputationsrisiken. Und darüber hinaus gibt es auch noch die Möglichkeit, etwas Gutes zu bewirken. Und da sind wir beim neuen Thema Impact Investing. Das wird meiner Meinung nach die neue Kür und ist dementsprechend ein Thema, mit dem sich alle Stiftungen auch beschäftigen sollten. Melanie Kühlborn-Ebach, Sie haben ja die Perspektive auch einer Stiftung. Sie sind nämlich auch ehrenamtlich in einem Stiftungsgremium drin. Deswegen auch an Sie die Frage zum Schluss. Was ist Ihre Erfahrung dort in dem Bereich Nachhaltigkeit, ESG-Kriterien? Kostet das Rendite? Also zum einen, was die Stiftung angeht, ich bin da Vorstand von der Anna von Bierke Stiftung, die den Zweck hat, sich für Kinder und Jugendliche einzusetzen. Von daher war für uns nicht das Thema, ob wir nur ES oder G, also wenn ich für Kinder mich einsetze, dann will ich auf keinen Fall in Kinderarbeit verwickelt sein.
Wir sind aber zu klein, um das irgendwie einen Verwalter zu geben und zu sagen, manage das mal aktiv. Deshalb haben wir uns für zwei indirekte Lösungen entschieden. Zum einen für einen Stiftungsfonds, wo ich vorhin schon mal angesprochen habe, die arbeiten mit dem Ethikrat, mit Ausschlüssen, mit dem Best-in-Class-Ansatz, die haben ein ESG-Screening. Und da haben wir den Eindruck, da sind wir sehr gut aufgehoben, weil das sehr professionell schon umgesetzt wird. Und als zweites haben wir uns für ein nachhaltiges Indexprodukt entschieden, das quasi ausschließlich in ESG-gescreente ETFs investiert. Auch da haben wir den Eindruck, dass wir ganz gut aufgehoben sind. Wir glauben nicht, dass es Rendite kostet. Und wenn man als Beispiel, also ich hatte auch diese Auswertung oder die Analyse dieser 2000 Studien gelesen, da gebe ich den Herrn Höck völlig recht. Das andere ist auch, wenn Sie den MSCI World mit dem MSCI World SRI vergleichen, hat der im Laufe von 10 Jahren sogar 15% mehr Punkte gemacht. Ja? Also von daher glaube ich, dass das Thema, dass es Rendite kostet, kann man definitiv verneinen. Und je mehr die Unternehmen sich in diese Richtung entwickeln und je mehr die Finanzbranche sich in diese Richtung entwickelt, umso besser wird das Ganze. Rolf Hessler, was ist das doppelte Wirkungsversprechen? Gibt es das? Gibt es, seit es nachhaltige Anlageprodukte am Markt gibt. Und das setzt sich sozusagen aus zwei Wirkungsversprechen zusammen. Über das eine haben wir gerade gesprochen, nämlich das Versprechen, dass ich als nachhaltiger Anleger nicht auf Rendite verzichten muss, ja, wenn ich in entsprechende Produkte investiere. Und da fällt auch mal die Gegenfrage, warum sollte es so sein, dass ich auf Rendite verzichte, wenn ich nachhaltig anlege? Ja, warum sollte es so sein? Ich weiß gar nicht, wo dieser Mythos eigentlich immer herkommt. Ja. Insofern, das ist das eine Wirkungsversprechen. Ich glaube, da können wir wirklich einen dicken Haken mal dran machen an die Diskussion, dass es wirklich wissenschaftlich, empirisch widerlegt. Ja, da brauchen wir eigentlich nicht mehr lange drüber zu sprechen. Das zweite Wirkungsversprechen ist ein Stück entspannter, finde ich, weil da geht es nämlich um das, was Herr Höck auch schon angesprochen hat, nämlich um die Wirkung für eine nachhaltige Entwicklung. Und es ist eigentlich ganz paradox, dass wir jetzt seit 20 Jahren über nachhaltige Kapitalanlagen reden. Wir haben spezialisierte ESG-Rating-Agenturen, die gucken sich Unternehmen an. Wir machen einen aufwendigen Investmentprozess mit ESG-Kriterien. Und am Ende messen wir den Erfolg der nachhaltigen Kapitalanlage ausschließlich an der finanziellen Performance. Ja, und das ändert sich gerade. Ja, wir sehen jetzt die erste Wirkungsberichterstattung. Meine beiden Mitdiskutanten haben es auch schon erwähnt. Wir gucken uns den Carbon Footprint an. Wir gucken uns den Beitrag zu den Sustainable Development Goals an. Das heißt, da entwickelt sich wirklich etwas Gutes, damit wir neben der finanziellen Wirkung auch die extra finanzielle Wirkung, so heißt es leider, oder das heißt sogar offiziell nicht finanzielle Wirkung, ja, damit wir die auch in den Blick nehmen. Und das ist sozusagen das Geheimnis mehr oder weniger des doppelten Wirkungsversprechens. Ja, vielen Dank an Melanie Kühlborn-Ebach, André Höck und Rolf Hessler. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erfahrungen und Expertise mit uns geteilt haben. Alles Gute und bleiben Sie gesund.